Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ja, wir haben in den letzten Folgen, oder in der letzten Folge haben wir die Kirche freigeschaltet und die Taverne. Wir haben davor hier unsere schönen neuen Dorfhäuser endlich erbauen dürfen, dadurch, dass sie aufgestiegen sind, unsere Dorfbewohner. Und wir haben schon jemanden wieder, der um eine Audienz bittet. Schauen wir nochmal, was er will. Wir bitten um 20 Fisch, mein Herr. Wir brauchen dringend was zu essen. Wo könnten wir denn das reinschmeißen? Praktisch wäre es natürlich hier. Denn wir brauchen das Zeug, um sie freizuschalten. Und das wäre natürlich geil. Bedeutet, es gibt's auf Kampf hier. Wo ist denn der Fisch? Gerade war es grün. Gras hieß es, ich habe genug Fisch. Wie viel Fisch habe ich denn aktuell auf Lager? Jungs! Ihr könnt mir nicht sagen, wir warten schlechtes Wetter. Oh Gott. Ich habe Käse auf Lager. Hilft das? Wir haben 10 Fische auf Lager. Aua, Mann. Ich würde hier gerne noch ein Essensladen hinstellen. Gebäudeteile. Nicht allgemein. Wir haben auch keinen Fisch mehr zum Verkaufen. Lebensmittelladen. Einmal drehen hier, dann stellen wir dich hier so hin. Du kriegst auch wieder dein typisch rotes Dach. Ein Nahrungsmittelschild auf die Seite. Und dann setzen wir auf Baubeginn. Eine neue Militärmission ist verfügbar. Wie kann es an Platz für Häuser fehlen? Ihr habt den kompletten verfickten Platz hier. Baut! Ihr Schergen. Haben wir in der Nähe noch vielleicht, wo man sagt, so, nee, habe ich nicht aktuell. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir zu wenig Fisch haben. Ah, ich konnte es aber abgeben. Hä? Lieferung abgeschlossen. Ich check's nicht. Warum haben wir jetzt das abgeben dürfen, obwohl wir gar nichts hatten? Können wir jetzt diese Sachen bauen? Nein, weil wir wahrscheinlich nichts zur Verfügung haben. Deswegen konnten wir das bauen, weil wir die Kirche ausgebaut haben. Da könnten wir auch das hier schon machen. Das ist... Ah, nee, ist klar. Ich würde gerne eine Taverne bauen, aber dafür hätte ich gerne einen richtig schönen Platz eigentlich. Hier so hinten vielleicht, dass sie Lust haben, sich hier anzusiedeln. Das könnte was sein. Wir bauen jetzt hier die Taverne hin. Wir haben eh über 1000 Gold aktuell zur Verfügung. Leute, wir setzen uns jetzt ein für eine schöne, schöne Steintaverne. Schau mal. Setzen wir mal hier so hin. Nee, ich hätte da gerne eine Terrasse. So eine Stallung könnte man vielleicht hier unten. Eine Küche, ja. Eine Küche brauchst du sicherlich. Kommt hier deine Küche hin. Aber irgendwo war noch so eine Terrasse. Terrasse. Hier, warte mal, was war das denn jetzt? Ein Balkon. Ich würde den aber irgendwie so drehen. Setz mal hier so rein. Dann kriegst du einen Dachschornstein hier hin. Ein Zugang. What? Eine fucking Brücke? Thank you.
ist das denn? Das ist die Steinhalle, Steinerweiterung A und Steinerweiterung B. Dann müsste ich dich aber noch ein bisschen nach oben ziehen, oder? Dann. Das schaut nach einer netten kleinen Taverne irgendwie aus. Zu weit weg. Was heißt denn hier zu weit weg? Holzstab. So. So. Das schaut doch ganz nett aus. Dann würde ich sagen, beginnen wir den Bau. Pff, 173 Bock, das wird teuer. Das wird eine ordentliche Schlag in unsere Küche, in unsere Tasche machen. Aber ja, was man nicht alles tut dafür, dass die Dorfbewohner sich bei uns wohlfühlen. 21. Was? Wie geht das denn? Ihr habt so viel Platz. 21 Dorfbewohnern. Fehlt es an Platz für Häuser? Wo wollt ihr denn hinbauen? Nach Christi Himmelfahrt oder wohin? Hä? Was geht jetzt schief? Ah, apropos, wir bräuchten für hier... für den Käse. Was ist denn? Wildschwein. Wo kriege ich jetzt ein fucking Wildschwein her? Wir hätten ja hier irgendwo noch einen... Wir sind überall Leute eigentlich. Wo ist der Käse? Warte mal, wo ist der Käse? Der Käse hat Edward. Huh. Also mal ganz doofe Frage. Ich check's nicht. Wie kann es sein, dass 21 Dorfbewohnern Wohnungen fehlen, wenn wir den Platz hier überall geben zum Bauen? Wollen die näher an deren Arbeitsflächen oder was? Ihr könnt euch schon dran gewöhnen. Das wird alles nach hier gezogen. Die ganzen Lagerflächen kommen nach hier. Hä, jetzt sind sie weg. Hä? Ich bin straight up nur verwirrt. Okay, die Hütte wird ausgebaut. Erträge von Bären, Weizen und reduzieren... Trauben? Fisch erhält sich um 20%. Das ist schon mal... Wir haben wieder das Mysterium fliegendes Stück Stein. Ah ja, wir haben die Mission, eine Kirche zu bauen. Ja. Jetzt habe ich uns erst so eine schöne Dorfkirche gebaut, ne? Und jetzt sollen wir wieder eine Kirche bauen. Dann will ich dafür aber auch einen schönen Platz. Wie viele Sägewerke haben wir eigentlich aktuell? Eins, ne? Ein Sägewerk wird in unserem Dorf befeuert, oder? Weil sonst würde ich nämlich sagen, dass wir uns noch ein Sägewerk vor die Stadt holen. Direkt neben das Köhlerwerk, dass wenn was ist, das gleich alles mit abfackelt. Aber ich will halt versuchen, dass wir so möglichst viel von dort... nach da verlagern. Bedeutet, Gebäude, die auch hier schon arbeiten, nach da drüben legen. Dass nur die wichtigsten Sachen noch am Meer sind. Oh, aber sie bauen sehr, sehr flott an unserem kleinen Teil hier rum. Das ist schon mal sehr schön, aber es wird ewig dauern. Allein die 145 Steine. Wird eine sehr, sehr unangenehme Sache, denke ich. Wie viel Stein haben wir denn? 28, 38. Nicht mal genügend Werkzeuge haben wir. Ihr habt genug Platz. Baut einfach schlau. An Kleidung fehlt es. Oh, fuck. Wir haben keine Kleidung mehr. Ja, nee, ist klar. Wie viel Wolle hätten wir denn auf Lager aktuell? Wenn ja, wo habe ich die hingelagert?
Wolle 100 bedeutet, wir könnten noch ein... Noch eine Kleidungsstation bauen. Eine Schneiderei. Dann setzen wir hier noch eine Schneiderei hin. Weil wir haben auch sehr viel Milch dafür, dass wir Käse haben. Er möchte verkaufen Kräuter. Er will für 50 Fass kaufen. Wir hatten fucking nochmal keine Kleidung. Da bittet wieder jemand wahrscheinlich gleich um meine Audienz. Sehr guten Tag. Sie wollen Fisch. Sie können mich mal. Alter, das ist so schick. Rein theoretisch müsste man außerhalb die Kirche hier oben hinsetzen. Das wäre der perfekte Platz für die. Oder hier das Dorf hinzusetzen wäre natürlich auch geil gewesen. Aber ja. Jetzt sitzen wir schon hier. Wo kommt ihr Honks denn dauernd her? Also ich mach mal anmerken, ihr beschwert euch die ganze Zeit, dass wir zu wenig Wohnflächen haben. Es fehlt an... Okay. Ich bin mal dafür, dass wir einen Brunnen einfach bauen. Speicherbrunnen. Wir setzen... Habe ich hier einen Brunnen schon? Nein, habe ich nicht. Es gibt vor der Kirche jetzt einen Brunnen. Dann gibt es hier noch einen Brunnen. Wir bauen hier auch nochmal einen Brunnen hin. Vielleicht ist das Problem, dass zu wenig Brunnen vorhanden sind einfach. Weil ich glaube, sie wollen halt auch dort wohnen, wo schön ist. Deswegen bauen sie auch in der Nähe vom Markt und überall. Weil natürlich da der Prunk dementsprechend höher ist. Weil hier standen ja alles mal Häuser. Die haben jetzt alle zusammengepfercht. Vielleicht ist das einfach das Problem. Brauerei. Ja, nee, ist klar. Wie kommt mir jetzt auf die Idee? Oh, das brauche ich wahrscheinlich für die Taverne, oder? Das könnte natürlich gut sein, aber erstmal muss ich Eisen produzieren. Das Sägewerk steht, Jungs. Warte mal, ich sollte vielleicht nur auf freie Dorfbewohner gehen. So. Dann soll der mal unter Volllast hackeln. Alter, ist es schon Wahnsinn, wie sich dieses Dorf entwickelt hat, ne? Schaut einfach so schick aus. Jetzt entsteht die Taverne. Also haben sich jetzt hier auch schon direkt die Wege gebildet. Was mich halt nervt, dass sie so laufen. Lauf doch bitte einfach so rum oder hier dazwischen. Haben wir auch so viel Arbeit da mittlerweile. Oh, sie sind schlecht gelaunt. Warum? Weil Kleidung fehlt. Ich versuche das Grundbedürfnis zu heben. Okay, Jungs. Das Problem ist, der Schneider braucht noch ein bisschen. Alter, die haben doch nicht im Ernst die komplette gewöhnliche Kleidung verbraucht. Wie zum Fick kriegen die das hin? Wir haben 100 Kohle auf Lager. Hups. Und ich glaube, wir sind wieder ordentlich im Debakel gelandet. Attraktivität hochwahrscheinlich wegen der Statue. Und wir sind wieder pleite. Hey! Verkauft ihr denn nichts? Ich hoffe ja, dass wir damit Geld kriegen. Alter, wir sind so im Minus. Oh, das ist uncool. Ich habe irgendeinen großen Fehler gemacht. Ich weiß bloß noch nicht welchen. Ich glaube ja nicht mal, dass ich so falsch bin. Ich habe vielleicht die Produktion einfach zu... simpel gemacht. Weil man sieht ja, dass das eigentlich ganz gut auch hochzieht. Also es geht ja von dem, was wir haben. Bloß irgendwie
Haben wir nicht genug oder wir haben zu viel Gebäude? Oder ich habe einfach zu übertrieben, weil ich habe gedacht, das kostet alles nichts. Aber schon, das kostet uns 126 Gold zum Halten. Oh, kacke, die Kirche, ja klar. 359. Und wo kriege ich eigentlich einen Pfarrer her? Jetzt mal die andere Frage, wie kann ich einen Pfarrer bekehren? Wie kriege ich einen Pfarrer? So, warte mal. Du wirst arbeitslos. Kann ich dich zum Pfarrer machen? Hopgrower. Oh, da ist noch jemand nicht umbenannt worden. Heieiei. Ich bräuchte einen Gläubigen. Förster, Gelehrter. Bäcker, Köhler, Schmied, Koch. Leute, ich habe aktuell gar kein Geld für sowas. Doch, irgendwo hier 300 auf einmal. Fragt mich nicht, aber wie das hergekommen ist. Holzfäller konnte keinen zusätzlichen Ressourcen in den Gebieten abbauen. Was? Oha. Ja, dann. Leute, dann geht das jetzt hier auf Abbau hier. Jetzt dürft ihr alles das da abreißen, Jungs. Macht's platt, Jungs. Oh ja, das ist alles weg mittlerweile. Da haben sie ordentlich... Ja, stimmt, die haben alles weggemacht. Holy shit. Das schaut so leer aus, weil einfach nichts mehr an Bäumen da ist. Wie schnell ging das denn? Wird das noch ein Download? Weil ich lade gerade die neueste Version von The Age of the Ring Mod runter. Weißt du, die wäre... Als anderes Let's Play, die sich Kampagne gerade machen, ist gerade der 5.0er, also das 5.0er Update rausgekommen. Und ich will es mir unbedingt mal anschauen, wie das ist. So. Alter, ist ja wirklich alles weg. Höchstens kannst du hier nochmal abfackeln, aber ich glaube, da ist auch nicht mehr sonst. Das war's sonst, Jungs. Ich glaube, mehr haben wir hier nicht. Jo, wir haben... Unsere kompletten Flächen sind eigentlich mit... Ja, okay, hier oben hätten wir noch natürlich, ne? Als Vollzähler kennt, hier können wir eigentlich mal abreißen, löschen. Jetzt würde ich mich noch kurz interessieren, gerne, bevor wir jetzt doch in die Pause gehen. Irgendwo muss ich doch eigentlich einen Pfarrer einstellen können, oder? Hä? Doch nicht? Aber gut, Leute. Ja, dann müssen wir wohl herausfinden, wo das Problem ist. Vor allem werden unsere Leute immer unglücklicher. Weil es irgendwie an einem Haus fehlt. An 43 und Nahrung wohl sehr gering ist. Ich weiß ja nicht, was sie haben, aber wir haben 50 davon, 32 davon. Irgendwas an Essen fehlt. Ich weiß aktuell nicht, was sind es. Die Bären vielleicht, dass Bären eine der Grundnahrungsmittel sind. Oder weil wir nicht genug Käseauflage haben. Ich weiß es nicht. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!